Er ist seit 7 Jahren krankgeschrieben. Franz Wagle, 50. Die Auktion startet. Wer macht den Anfang? Ich schlafe ja ohne Fernsehen nicht ein. Also er läuft bei mir. Ich kriege das mittlerweile hin, dass der Ton nicht mehr da ist. Aber das Flänge, ich muss diese Flatterlichter haben da von der Glotze. Das ist so. Ne? Wenn ich dann nichts im Hintergrund habe, dann wird man hebelig oder gribbelig oder wie sagt man dazu. Du bist doch ein großes Mädchen. Seine Zeit in der Kinderpsychiatrie liegt mehr als 30 Jahre zurück. Manchmal wärst du wach, dann hast du so einen komischen Traum, dann liegst du da. Oder wenn der Arzt von hinten kommt, dir die Spritze auf den Rücken knackert. Oder wenn du festgehalten wirst, irgendwas einschmeißen musst. Dann bist du auch immer schweißgebadet, bist du Kerzen gerade im Bett oder sonst was. Oder du wühlst wie bekloppt. Aber so auch die Albträume, die hast du immer wieder mal vor der Augen. Immer wieder. Ich weiß auch nicht, was das für Präparate waren. Ich weiß nur, dass da teilweise Psychopharmaka dabei waren, die sie getestet haben an uns. Und mit der Spritze weiß ich nur, ich wusste nicht, ob was reingeht oder nicht. Hat mir ja auch keiner gesagt. Wenn du festgehalten wirst, dann weißt du nicht, was da gemacht wird. Versuche mit Medikamenten in der Kinderpsychiatrie? Es ist ein gutes Jahr her, da hat er zum ersten Mal von seinem Verdacht erzählt. Für Franz war das neu. Erinnerungen zu entwirren, statt sie zu betäuben. Ich will einfach nur irgendwo, dass uns das, dass wir nicht wieder als Spinner dastehen. Einfach nur, dass uns das endlich mal abgenommen wird. Dass die mal so viel Arsch in der Hose haben und dann sagen, hier, pass auf, das ist scheiße gewesen und dann ist gut. Ganz einfach. Als kleiner Junge kommt Franz Wagle ins Landeskrankenhaus Schleswig. In die Kinderpsychiatrie. Es sind die späten 1960er Jahre. Die zuvor übliche Elektroschocktherapie wird zu dieser Zeit nicht mehr praktiziert. Stattdessen werden immer mehr Medikamente verteilt. Ja, es war sicher eine Stimmung, in der man sehr euphorisch war über die Möglichkeiten der Psychopharmaka. Und der Ärztestand eben noch ein sehr, sehr hohes Sozialprestige hatte. Und man eben den Ärzten auch zugetraut hat, dass sie sich selbst Grenzen setzen bei dem, was sie tun. Der Medizinhistoriker beschäftigt sich damit, dass Ärzte solche Grenzen überschritten haben. Und welche Folgen das für Patienten hatte. Wie am ehemaligen Landeskrankenhaus in Schleswig. In den 50er bis 70er Jahren ist die Klinik überfüllt. Ein Arzt kommt zu dieser Zeit auf gut 100 Patienten. Wenn das erste Mal einer kommt mit so einem Becher gehen, gibt dir eine Tablette. Das erste Mal nimmst du. Und wenn du merkst, das tut dir selber nicht gut, schon als Kind, selbst als Kind, als Sechsjähriger, merkst du, wenn dir das nicht gut tut. So, und dann verweigerst, versuchst du zu verweigern, wenn sie wiederkommen. Ja, da gibt's keine Verweigerung. Da wird der Zweite gerufen, einer hält dich da an den Flüsschen schaß ein. Gibt's irgendeine Stelle, die besonders wehtut? Hinten, Lendenwirbelbereich und jetzt, wie sagen wir hier, die Seite, die Hüfte. Die sind schlimmer geworden? Jo. Ja, ist, sagen wir mal, schlimmer mitunter, heute geht. Aber so die letzte Zeit, muss ich sagen, ist das mehr geworden wieder. Aber ich glaube, das kann über Jahrzehnte hatte Franz keinem Arzt mehr vertraut. Obwohl er seit langem unter starken chronischen Schmerzen leidet. Ich gehe mal davon aus, ich gehe zu euch und dann macht ihr heile. Fertig. Wie im Auto. Rein in die Werkstatt, tschüss und fertig. Ja, nun sind Sie leider kein Auto, ja, wo man mal den Kotflügel austauscht. Ne? Sondern Sie sind ein Mensch. Und das ist sehr komplex. Die Frage ist, warum kommt es bei Ihnen zu diesen maximalen muskulären Anspannungen? Und ich bin davon überzeugt, dass das in Verbindung mit Ihrer frühen Traumatisierung hängt. Sie haben eine Verletzung der Seele 40 Jahre mit sich rumgetragen. Das heißt, es wird auch dauern, dieses irgendwie wieder aufzuarbeiten. Ja, was sagen die Leute immer? Geraubte Kindheit. Bis vor 12 Jahren war das Land Schleswig-Holstein verantwortlich für das Krankenhaus, in dem Franz untergebracht war.
Aber erst als er und andere Heimkinder ihre Erfahrungen im vergangenen Herbst öffentlich machen, beschäftigt sich die Landespolitik mit dem Thema. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 1, Medikamentenversuche im Rahmen von Heimerziehung. Die damalige Sozialministerin Christine Ahlheit weiß zu diesem Zeitpunkt schon von einem möglichen Medikamentenmissbrauch in Schleswig-Hesterberg. Eine Beauftragte des Landes hatte ihr bereits Monate vor dieser Sitzung davon berichtet. Wir wissen im Moment ganz wenig darüber. Wir wissen gerade bei dem Hesseberg ganz wenig, was da passiert ist. Da gibt es einfach auch ganz schlecht Unterlagen. Das ist ja das Problem, was uns so ein bisschen verzweifeln lässt. Wir haben tatsächlich in Schleswig-Holstein konkret keine Hinweise. Das ist ein großer, sehr komplexer Bereich, wo uns einfach auch noch Wissen fehlt. In den frei zugänglichen Archiven und Bibliotheken des Landes hat die Ministerin wohl nicht gesucht. Denn dort liegen Beweise für die Medikamentenversuche in Schleswig. Studien aus dem Landeskrankenhaus. Zwischen 1953 und 1977 knapp 40 Forschungsreihen. Sie belegen, dass Schleswiger Ärzte eine ganze Reihe verschiedener Psychopharmaka und Neuroleptika getestet haben. Häufig an allen neu aufgenommenen Kranken, zum Beispiel Encephabol. Das Mittel wird vom jungen Säugling bis zum pubertierenden Jugendlichen getestet. Heute wird es nicht bei Kindern, sondern gegen Altersdemenz eingesetzt. Mehr als 70 Schleswiger Patienten bekommen, unabhängig von der Diagnose, das Antidepressivum Noxiptilin. Das Ziel der Ärzte, Nebenwirkungen kennenzulernen. Die Verabreichung geschieht häufig unter Zwang, während sich zahlreiche Kinder dagegen wehren. Kinder sind nicht einwilligungsfähig, so nennen wir das. Und in diesem Fall scheint es auch so zu sein, dass es auch keine stellvertretende Einwilligung gegeben hat. Und auch damals durfte man keine Forschung machen an nicht einwilligungsfähigen, also an Kindern, ohne dass jemand anderer an ihrer Stelle und in ihrem Sinne eingewilligt hat. Ja, das ist ein Verstoß gegen die juristischen und auch letztendlich medizinethischen Regularien, die in dieser Zeit auch existiert haben. Auf Seiten der Ärzte gab es ziemlich restriktive Regularien und die sind missachtet worden. In den Studien finden sich auch Hinweise darauf, dass die Medikamente Schäden bei den Heimkindern verursacht haben. So kommt es in zwei Fällen zu seelischen Ausnahmezuständen. Einige Kinder erleiden Hirnkrampfentladungen. Und es gibt große generalisierte epileptische Anfälle. Als ein solcher bei einem 9-jährigen Mädchen auftritt, erkennen die Ärzte dieses lebensbedrohliche Ereignis an. Sie wollen es allerdings nicht dem Präparat zur Last legen. Das Patientenwohl wurde zurückgestellt und der Fortschritt der Wissenschaft, des medizinischen Wissens, ist vorrangig, ganz offensichtlich, und eben auch finanzielle Interessen oder eben Karriereinteressen der beteiligten Akteure. Das ist ethisch problematische Forschung. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist ethisch unzulässige Forschung. Franz Wagle war willkommenes Versuchsmaterial. Seine Mutter war alleinerziehend, kam nicht mit ihm zurecht. Er kam deswegen ins Kinderheim, dann in die Psychiatrie. Nicht, weil er krank war, nur weil er als schwieriges Kind galt. In Schleswig waren Franz und andere den Ärzten schutzlos ausgeliefert. Ärzten wie Dr. Rolf Jacobs. Allein von ihm liegen 8 Versuchsreihen an Kindern vor. Er bezeichnet sie darin als benachteiligte Menschlein und testet an ihnen starke Psychopharmaka. Rolf Jacobs war im Zweiten Weltkrieg als Sanitätsoffizier in Russland, ließ sich danach zum Kinderarzt und Psychiater ausbilden. Er ist vor ein paar Jahren verstorben. Die Fotos und Angaben zu ihm bekommen wir von seinem Sohn Helgo Jacobs. Ich weiß, dass er ein sehr herzlicher war, der so versucht hat, das Beste für Leute zu finden.
Das ist zumindest seine Absicht gewesen. Aber ich kann ja nur meinen perspektivischen Beitrag leisten als Sohn. Und ohne die Fachlichkeit, die eigentlich dafür notwendig ist, so eine Zeit anzugucken. Aber ich gehe davon aus, dass das Land als verantwortliche Instanz für das Krankenhaus und auch die Pharmaindustrie Ihnen dazu deutliche Auskunft geben wird. Deutliche Auskunft geben kann, als ich das kann. Statt Auskunft zu geben über den Umfang der Versuche, feiert die Sozialministerin die Eröffnung einer neuen Beratungsstelle. Für mich ist das tatsächlich ein wichtiger Moment, ein wichtiger Meilenstein. Betroffene von Gewalt in Heimen erfahren hier, ob und wie sie Entschädigung bekommen können. Das Thema Medikamentenversuche ist in der Beratung allerdings nur eines von vielen. Ein halbes Jahr ist zu diesem Zeitpunkt schon vergangen, seit die ersten Heimkinder davon berichtet hatten. Also ich glaube, dass wir tatsächlich allein dadurch, dass wir uns dem Thema annehmen, dass wir es öffentlich machen, dass wir eine Anlaufstelle bieten, tatsächlich etwas tun, was bisher nicht getan ist, was ganz, ganz wichtig ist. Wir nehmen den Prozess an, wir gehen auf den Weg, um Anerkennung auch zu geben. Wir gucken hin, wir erkennen an und wir arbeiten auch auf. Ich soll hier stehen. Die Versuche soll nun ein regionaler Fachbeirat aufklären, ehrenamtlich. Wir erwarten dich noch mehr. Das ist hier eine großartige Entsorgung dieses ganzen Problems, das das Land natürlich belastet, an ein Gremium, das irgendwelche minimalen Lösungen finden soll. Und dann ist der soziale Friede wiederhergestellt. Also eine bessere Möglichkeit, sich aus der Verantwortung zu ziehen, als die Einrichtung eines solchen Gremiums gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ein Wagnis. Franz Wagle macht sich auf die Suche nach Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Mit Günther Wulff hat er bisher nur einmal telefoniert. Moin, Günne. Moin. Franz hier. Ja, hallo. Na? Komm rein. Du wohnst aber am Arsch der Welt, ne? Ja, das kann man sagen. Aber ich wohne hier gut. Hast du denn frei oder arbeitest du nicht mehr? Ich arbeite nicht mehr. Rentner? Ja. Hast du das gut? Bei mir sind es die Nerven. Die fangen an zu flattern. Und wenn wir zu viel Stress, dann habe ich ein Problem. Ja, das ist nicht gut. Ja. Was, kriegst du denn irgendwas an Zeugs irgendwie zum ruhig werden, oder? Nein, nicht mehr. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will das so geregelt kriegen. Ja, wenn es geklappt, aber... Günther hat seine ersten 18 Lebensjahre in verschiedenen Heimen verbracht. Sechs davon in Schleswig. Für dich. Ja, das stimmt. Möchtest du einen Kaffee? Gerne. Spaß wie Seele und Füße, sage ich immer. Sehr gut, hier bleibe ich. Willkommen in meinem Ambiente. Ja, siehst du. Aber so, finde ich das schön, wie du hier wohnst eigentlich. Kennst du die Badestube noch? Oben, Haus? In? Haus F oder wo war das? Ja. Ich war der Meinung, das müsste erste oder zweite Etage gewesen sein. War oben, in der Räumlichkeit. Das war oben die Räumlichkeit. Alter, der Bunker, der sagt mir auch noch was, der Eingang. Über dem Haupteingang ist das Medikamenten- und Behandlungszimmer. Da muss ich immer hin, bin ich der Meinung. Ja, das muss dann höchstens über F4 gewesen sein. Ja, ich war immer oben erst auf Zelle, das weiß ich noch, da war immer Tachel. Und dann war ich mal im Keller in der Zelle. Also, ich kenne Haus ich F. Ich war meistens platt, wenn ich da überhaupt war. Denn ich war 6 Jahre lang dort drin, in diesem Haus. Es gab diese Holztabletten mit diesen runden Einschnitten und da waren Gläser drin. So, und die waren mit Namen versehen. Mhm. Wer bekommt was? So, und wir wussten gar nicht, was das war. Und das wurde uns dann gegeben. Und manchmal hatte man auch gesagt, ich will das gar nicht mehr, jetzt ist Schluss. Da kamen wir in die Zwangsjacke, Kopf in den Nacken und rein damit. So haben die das gemacht. Ja. Es ist nicht immer schön, Nee. Wenn man über sich und seinen Lebensweg nachdenkt. Da fragt man sich oft, warum. Ja. Man fällt eine Zeit manchmal in so ein Loch, sag ich mal. Ja, ganz genau. Und das ist diese Depression. Ja, die tiefsten Gedanken, würde ich jetzt sagen. Als Betroffener wird Günther Wulff auch in den Fachbeirat des Landes eingeladen, um bei der Aufklärung der Versuche mitzuwirken. Mit seinen Vorschlägen, zum Beispiel für eine bessere Krankenversorgung der Opfer, prallt er dort aber ab. Der ganze Arschball davon ist kaputt. Dieser regionale Fachbeirat, meiner Meinung nach ist das eine Schmuckfassade, womit die sich selber glorifizieren können oder sich eine reine Weste verpassen können. Im Grunde genommen ist das alles nur Makulatur, die wollen sich selber nur darstellen.
Und wir sind dafür nur Mittel zum Zweck. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das Ganze nicht mehr mit. Das ist mir zu dumm. Die Zeit, als Franz und Günther in Schleswig waren, ist lange vorbei. Eigentlich sollte ihnen hier geholfen werden. So wie vielen anderen. Dokumente aus der Zeit belegen, mindestens 3.500 Patienten sind hier bei Medikamentenversuchen ausgenutzt worden. Darunter mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen waren gar nicht krank. Trotzdem bekamen sie täglich starke Psychopharmaka. Sie wurden zu Versuchsobjekten, gegen ihren Willen, ohne ihr Einverständnis. Das Wort Psychiater bedeutet Seelenarzt. In Schleswig haben die Ärzte die Seelen der Kinder offenbar vergessen. . 2017. Ein Arzneimittelgroßhandel in Schleswig-Holstein. Das Antiepileptikum Tegretal ist seit mehr als 50 Jahren auf dem Markt. Der Novartis-Konzern und seine Vorgängerunternehmen haben damit viele Millionen verdient. Am Landeskrankenhaus Schleswig ist das Präparat vor mehr als 50 Jahren als völlig neue Substanz getestet worden. Laut einer Studie aus der Zeit war das Ziel, mögliche Nebenwirkungen kennenzulernen, bevor Tegretal in den normalen Verkauf gehen konnte. Das war 1964. Zu dieser Zeit war er als Pfleger am Landeskrankenhaus Schleswig. Die Psychiatriepatienten haben von ihm Medikamente bekommen. Er möchte nicht erkannt werden. Wir waren regelrecht blind auf dem Gebiet. Das wurde verordnet, wir haben das ausgeführt. Tja, und dann wird er da. In meisten Fällen war das damals ja, das war ja Zwangsmedikation. Ne? Da wurde nicht viel gefragt. Über viele Jahre hat er in der psychiatrischen Abteilung gearbeitet. Seine Station hatte einen speziellen Raum. Nur für Medikamente, die noch nicht auf den Markt eingeführt waren. Da standen die Kartons mit den Pillen drin. Mehr war das nicht. Das war ja sogenannte Nummermedizin. Die hatten noch keine Zulassung für den Handel. Ne? Die durften nirgendwo verkauft werden. Das war rein Versuch. Die Erinnerungen des Pflegers decken sich mit Studien aus der Zeit. Unter anderem mussten Schleswiger Patienten ein Antidepressivum mit der Bezeichnung BAY1521 schlucken, um Nebenwirkungen zu prüfen. BAY steht für Bayer. Erst 2 Jahre nach den Tests an Heimkindern kam das Mittel als Agedal auf den Markt. Die Patienten haben nicht mal potenziell einen Nutzen von diesem Medikament, sondern wenn überhaupt, dann tritt ein Schaden auf. Das will man ja gerade überprüfen, wie häufig der Schaden auftritt, welche Schäden. Aber sie werden eigentlich nur benutzt, um zu prüfen, wie häufig und wie umfangreich Schäden auftreten. Quasi wie Versuchsobjekte, eben ohne eigenen Nutzen davon. Es geht darum zu sagen, die sind ausgetestet, die schaden niemandem. Und dafür sind natürlich bei dieser großen
Risikobehaftung solcher Versuche Menschen besonders geeignet, die nicht wissen, worum es geht, die nicht aufgeklärt werden, die nicht einwilligungsfähig sind. Und jedes auf diese Weise getestete Medikament, das erfolgreich auf dem Markt vermarktet werden konnte, hat die Pharmaindustrie weitergebracht. Das ist ja gar keine Frage. Mindestens 7 Medikamente deutscher oder internationaler Pharmakonzerne sind in Schleswig vor der Markteinführung getestet worden. Dokumente belegen die direkte Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Bayer-Konzern. Wir fragen die Firmen nach Details, aber auch nach Verantwortungsbewusstsein und Aufklärung. Der Bayer-Konzern teilt mit, er finde in den Archiven keine Dokumente. Novartis sagt, die gesetzliche Aufbewahrungsfrist sei überschritten. Roche und andere verweisen auf den großen zeitlichen Abstand. Die Firma Merck wiederum bestätigt, dass Medikamente an das Landeskrankenhaus Schleswig gegeben wurden. Und die Firma Janssen bezeichnet die Tests in Schleswig als Grundlage der Zulassung für ein Medikament. UCB und andere schreiben, gerne unterstützen wir sie. Ein Interview gibt aber keiner der Konzerne. Wir fragen den Verband der Arzneimittelhersteller. Nach heutigen Maßstäben sind natürlich diese klinischen Versuche oder Prüfungen, die bei nicht einwilligungsfähigen Menschen vorgenommen worden sind, sind natürlich eindeutig rechtswidrig, moralisch nicht zu vertreten und deshalb auch ganz sicherlich zu verurteilen. Und ich glaube schon, dass, und da bin ich mir sicher, dass die Unternehmen ganz sicherlich eine Entschädigung, da gehe ich jetzt mal ins Wort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen in so oder so klaren Fällen, wo es auch nachgewiesen ist und wo sie es auch zugeben, dass sie da einer Entschädigung nicht zustimmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Unternehmen können sich genau das vorstellen. Nach möglichen Entschädigungszahlungen gefragt, schreibt die Firma Roche, allein die Frage sei spekulativ. Für Merck und andere stellt sich die Frage nach Wiedergutmachung erst gar nicht. Novartis schiebt die Verantwortung in die Zuständigkeit der Ärzte. Und die Firma Janssen gibt an, man sehe keinen Hinweis darauf, selbst Auftraggeber zu sein. Und man habe sich immer an die Gesetze gehalten. Der Konzern, dessen Medikamente in Schleswig am häufigsten getestet wurden, versucht nicht mal auf die Frage nach Entschädigung zu antworten. Von Bayer bekommen wir auch nach Monaten und mehrmaligem Anfragen keine einzige konkrete Stellungnahme dazu. Alter Schwede, ist das ewig her. 37 Jahre. Ehemalige Kinderpsychiatrie. Ich bin der Meinung, da drüben war ich drin, da oben. Der war das nicht. Ich bin da drüben der Meinung, war ich drin. Kennst du auch den Nacken? Da kommt scheiß Gefühle hoch, ey. Kein Verdrängen mehr. Eine bewusste Entscheidung. Irre. Stimmt. Da bin ich raus und bin da irgendwo hingekommen. Das ist das Gelände. Guck mal, das habe ich von oben nicht gesehen. Da muss ich auch schon mal rausgekommen sein. Dann bin ich irgendwo da hinten, irgendwo zum Röntgen hingekommen. Weil hier hinten ist, glaube ich, schon die Straße. Die ehemalige alte Straße, die alte Straße läuft da lang am Wald. Das weiß ich noch. Konnte ich manchmal sehen aus dem Fenster. Wenn ich mal Gelegenheit hatte, aus dem Fenster zu gucken. Als Kind kannst du nichts anderes machen. Wenn du nicht rauskommst, kannst du nur vor dem Fenster hocken und gucken. Vielleicht erhaschst du einen Blick in eine Freiheit, auf gut Deutsch. Aber hier sind viele perverse Sachen abgelaufen, sagen wir mal. Alter Schwede, ist doch kacke. Yo. Das ist der Untersuchung. Da sind die Untersuchung. Da ist der. Da steht der Bunker.
Das ist meistens eine Schwester mitgelatscht und ein Pfleger, der dich dann festgehalten hat auf gut Deutsch. Und dann bruselt dir alles wieder hoch, so richtig, ne? Das ist wie so ein Sektglas, was du zu schnell einkippst. Dann schäumt die Scheiße über. Das ist ein Bier, Schal gegen. Das, was die Menschen erlitten und erduldet haben im Zweifel, das kann man nicht mit einer Entschuldigung wieder gut machen. Aber trotzdem sehe ich mich in der moralischen Verpflichtung, und das tue ich auch von Herzen, mich im Namen der Landesregierung für dieses Leid zu entschuldigen. Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit Franz zum ersten Mal über die Versuche gesprochen hat. Mittlerweile ist ein neuer Sozialminister im Amt. Heiner Garg gesteht ein, dass sein Ministerium bislang wenig über den Umfang der Versuche weiß. Eine versprochene wissenschaftliche Aufarbeitung hat noch nicht begonnen. Ergebnisse gibt es nicht vor 2020. Und eine Entschädigung der Opfer durch das Land ist davor nicht geplant. Diese Frage werden wir in aller Ruhe prüfen, wenn die Aufarbeitung abgeschlossen ist. Ja, extra für dich. Grüß dich. Hallo, Egger. Ein Atelier in Eckernförde. Im Verband ehemaliger Heimkinder Schleswig-Holstein schließen sich Betroffene zusammen. Ja, wir sind heute hier eine kleine Runde. Selber handeln, statt behandelt werden. Irgendwann strauchelt der größte Gigant und dann sind die Kleinen da. Und die Kleinen, die kommen mit ihren kleinen Informationen an und sagen, bitte schön, hier ist das große Tablett und hier sind so viele Kleinen, die haben alle ihre Wehwehchen auf dieses Tablett gelegt. Und jetzt schluckt es runter. Mach was. Ja. Das alte Landeskrankenhaus Schleswig gibt es nicht mehr. Viele haben hier ihre Kindheit verloren. Sie wurden ausgebeutet von Ärzten und Pharmaindustrie. Und das Land Schleswig-Holstein hat lange weggeschaut.